und herzlich willkommen zu Part 21 unseres Farm-Let's Plays. Im letzten Part hat Ellie Raoul geküsst, also die beiden sind sich ordentlich näher gekommen und finden sich auch beide sehr attraktiv. Ich bin nur noch nicht so ganz sicher, ob Raoul jetzt der Richtige für Ellie ist, denn es gibt ja von jedem Sim ein Sim-Wiki. Das könnt ihr nachlesen auf Sim-Wiki, glaube ich, heißt es auch einfach. Und also von jedem Tauli, der bereits in Sims erstellt wurde, gibt es eine kleine Geschichte. Und bei Raoul steht ja die Liebschaft mit Raishka, oder wie sie heißt, mit drin. Und ich bin mir nicht sicher, ob Raoul in dem Fall jetzt die richtige Wahl ist. Besonders, weil Ninus, also Simfinity, ja auch gerade mit Raoul anbandelt, also in ihrer Disney Legacy. Und ich merke schon, dass einige von uns und tatsächlich ich selbst auch, weil ich gucke ja auch ihre Let's Plays und ich komme auch ein bisschen durcheinander. Ich dachte mir so, wie, das ist doch unser Raoul. Aber Raoul ist halt ein Taunin, der ist bei uns allen in den Spielen drin. Und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht bandeln wir doch nicht mit Raoul an. Vielleicht war das jetzt nur so eine kurze Nummer, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass er auch beim letzten Mal, als er bei uns übernachtet hat, morgens relativ schnell abgehauen ist. Also er ist ohne Tschüss zu sagen einfach gegangen. Und vielleicht werden wir ihn ein bisschen als kurze Flirtschaft drin lassen und stattdessen uns auf jemand anderen konzentrieren. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn ich einen Sim von euch nehme? Das heißt, ihr habt jetzt, wenn ihr dieses Video seht, ist ja Samstag, ihr habt bis nächste Woche, ich glaube Donnerstag oder Freitag nehme ich auf, Zeit, einen Sim hochzuladen, einen männlichen Sim, der am besten auch so Farmer-Eigenschaften hat, weil ich möchte am liebsten einen Sim haben, der mit ihr zusammen dann auf dieser Farm leben kann. Das heißt, am besten einen familienbewussten Sim. Ihr dürft natürlich aber auch gerne eine Charakteridee dazu schreiben, eine kleine Story-Idee in die Beschreibung, da würde ich mich auch freuen. Und einfach unter dem Hashtag InsaneFarmer, ich schreibe euch das jetzt hier oder so nochmal hin, InsaneFarmer, damit wir einfach einen einheitlichen Hashtag haben, wo ich weiß, das sind die Farmer für Ellie, die ihr vorschlagt. Und dann suche ich einfach irgendeinen raus, der mir auf Anhieb einfach zusagt, ich gucke mir die mal durch. Und dann nehme ich einfach irgendeinen von den Herren und werde ihn platzieren. Vielleicht platziere ich auch zwei oder drei und wir gucken einfach mal, für wen sie sich interessiert. Genau, das ist so der Plan, dass wir dann vielleicht das einfach als Community-Ding machen und dann Sim für sie finden. Das fände ich jetzt auch ganz schön. Und ja, würde sagen, wir starten jetzt auch direkt ins Let's Play und los geht's. Wir haben es noch mitten in der Nacht und Ellie schläft noch. Die lassen wir jetzt auch noch ein bisschen schlafen, bis sie dann, ja, fit ist. Und dann müssen wir hier ein bisschen Haushalt machen. Es ist heute Freitag. Wir gucken auch direkt mal, wie es auf dem Markt aussieht. Was haben wir denn? Wait, hä? Ach so, Hühnermarkt! Oh nein, wir sind gar nicht vorbereitet. Ja, okay, wir haben noch einen Tag Zeit. Wir können einen Eierwettbewerb. Da wäre es natürlich cool, wenn wir unseren Hühnern mal ein besonderes Leckerli geben, dass wir auch ein cooles Ei bekommen. Ja, die kriegt dann, weißt du, Fressi, kein Problem. Wir haben so viele Chickens. Wir müssen auch gleich mal gucken, wie wir die Chickens mal, wieder eintauschen gegen Lebensmittel. Wir haben noch ein Kürbisleckerchen. Orangene Eier. Wie können wir denn? Ich gucke jetzt mal, ob wir irgendwie ein Obsidian-Ei herstellen können. Okay, wir können nur Schokoladenei und grünes Ei. Na gut. Dann lass uns das mal probieren. Wenn Ellie jetzt gleich aufsteht, wir werden ihr heute relativ früh... Guten Morgen, Ellie. Du kannst mal die Wäsche in die Waschmaschine stecken, bitte. Oh no, wie siehst du denn aus? Stimmt ja, dich müssen wir auch noch baden. Du Wutz, du kleine Wutz. Du wirst noch gebadet, kein Problem. So, erstmal alles in die Waschmaschine stecken. Hier brennt noch der Kamin. Es ist nur heute... Gut, es ist Herbst, es ist ein bisschen fresh. Da kann man schon den Kamin anlassen. Mach das hier bitte auch noch, Ellie. Makellos und trocken. Was ist mit dieser Wäsche schon wieder los? Die stinkt halt sogar. Die Wäsche ist einfach verbuggt. Ja, ich muss jetzt die Waschmaschine löschen, weil die schon wieder verbuggt ist. Die ist kaputt. Ja, okay, Ellie macht jetzt auf jeden Fall mal Frühstück. Oh, sie muss aber auch doll Pipi machen. Was macht man da jetzt? Machst du trotzdem erst Frühstück? Romeo ist in die Jahre gekommen. Bob ist in die Jahre gekommen. Oh nein, oh nein. Ja, wir werden jetzt mal ein paar Hühner eintauschen. Ich glaube, dafür muss sie auch gar nicht Aktionen eintauschen gegen Tierleckerchen. Und zwar kümmern wir uns jetzt mal um die Senioren. Hennen, Hähne... Und Küken. Oh Gott, die sind beide Senioren. Adelheid, Dörte. Gut, wir werden jetzt mal beide Männchen eintauschen. Ja, Girl, du kannst doch gleich. Und wir werden auch Jungtiere, Jungtier, Jungtier. Noch die schwarze Henne. Und ich glaube, wir werden einen Hahn kaufen müssen, oder? Ich weiß halt auch nicht, ob das wichtig ist. Alle Anzeigen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Na ja, gut, wir haben schon viele. Aber Bibo ist doch ein... Männchen, oder? Hähne, wir haben jetzt keine Hähne mehr. Naja, wir werden noch zwei hergeben. Und dann werden wir ein Männchen kaufen. Ein Hahn wieder mal. Ein Hahn. Zwei Hähne holen wir uns. Gut. So, dann geh mal schnell Pipi machen, Girl. Warum bist du denn so doll traurig? Wegen deinen Hühnern? Abschied macht traurig, weil verkauft eines Geliebtes... Oh, tut mir leid, Girl. Sie ist traurig, weil wir es Hingeli verkauft haben. Ey, gehst du weg?
Ach, wir haben doch jetzt eine Badewanne. Hä? Habe ich nicht gesagt, wir haben keine Badewanne? Habe ich sie... wahrscheinlich ist Loki einfach wieder dreckig geworden. Loki, komm schnell baden. Ach so, wir werden erst was essen. Und dann werden wir Loki baden. Dann kümmere ich mich mal ein bisschen um die Tiere hier. Und gib unserer braunen Henne ein Kürbisleckerli. Und gibt es ein Huhn, mit dem wir uns besonders gut verstehen? Dot. Wir nennen ihn einfach Dot. Verstehen wir uns mit einem Huhn besonders gut? Nee. Wait, dieser Hahn hat auch noch keinen Namen. Salsa, okay. Kuckuck hat auch keinen. Kuckuck kriegt jetzt mal ein Leckerli von uns. Und zwar ein Freundschaftsleckerli. Dann verstehen wir uns mit Kuckuck ganz gut. Mal schneller, Girl. Du hast heute viel zu tun. So, du kriegst jetzt ein Leckerli, ein Kürbisleckerli, damit du hoffentlich Kürbiseier legst. Was will dieses Ding hier? So, und dich versteht... Wait, wir verstehen uns immer noch nicht so gut mit Kuckuck. Ich dachte, das ist unser Ding jetzt. Ich dachte, Kuckuck liebt uns jetzt. Immer noch kein Spezialei gesammelt. Naja, dann füttern wir mal die Hühner. Ich meine, Kuckuck mag uns schon mehr wie alle anderen, ne? Dann geben wir Kuckuck morgen nochmal so ein Leckerli und hoffen, dass Kuckuck uns dann ganz gerne hat, ne? Pff, Level 2 der Tanzfähigkeit. Huch, wir haben Post gekriegt. Bitte aber keine Rechnung, ne? Heißt nur was Gutes geliefert, gell? Ja, Kuckuck, du bist ein Feini. Du kommst morgen mit, ne? Wenn wir dann zum Dings gehen, weißt du Bescheid? Ja. Oh, wie sieht's denn im Garten aus? Den müssen wir auch gleich mal machen. Alles gießen, alles jäten. Ernten können wir hier noch nix. Nur hier drüben. Sehr gut. Naja, okay. Dann gucken wir mal, was jetzt im Briefkasten ist, ob da ein paar Leckerlis drin sind. Damit wir noch die rote Wolle machen können für unser Stickprojekt. Und? Ist das jetzt eine Rechnung gewesen? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, haben wir viel bekommen. Oh. Schokoleckerchen? Fischiges Proteinleckerchen? Das lohnt sich halt trotzdem, ne? Freundschaftsleckerchen, gesundes Leckerchen, würziges Leckerchen, Tierpartyleckerchen. Lass uns mal schauen, welche Leckerchen wir schon kennen. Würziges Leckerchen, Tierpartyleckerchen. Eigentlich kennen wir die schon alle, gell? Fischiges Proteinleckerchen kennen wir noch nicht. Oh, jetzt musst du leider sowas mal kosten, meine Liebe. Ach, das kann ich einfach sehen, ob wir das schon können oder nicht. Hat sie jetzt gelernt. Super, dann gucke ich jetzt doch nochmal schnell, was wir für dieses Stickding brauchen. Weil wir müssen ja noch unsere Aufgaben erfüllen. Eine Kreuzsticharbeit anfertigen. Nach Muster stricken, einfach, mittlerer Ring. Rote Lama-Wolle brauchen wir. Rote Lama-Wolle, das heißt, oh Gott, wie siehst denn du aus, Edgar? Iu! Edgar, ich gehört, du kriegst jetzt ein Leckerchen und zwar ein würziges Leckerchen, damit wir deine rote Wolle bekommen. Ja, cool. Und dann müssen wir hier mal ein bisschen rechnen. Rechnen meine ich. Boah, die Sachen sehen schon richtig gut aus. Jetzt, wo wir sie gießen zumindest. Oh, Raoul ruft an. Ich gehe mal dran. Hallo, Elli. Ich frage mich, ob es sich lohnt, Sophie Wagner ein bisschen besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Ich denke, du solltest am Ball bleiben, um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Elli ist sich jetzt natürlich auch unsicher, warum er sie fragt, ob er sich mit einem anderen Girl treffen soll. Also, ich denke mal, dass sie halt einfach sagt, ja, um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, was du tun willst. Also, entscheide du das. Weil sie findet ihn ja schon ganz toll, wie gesagt. Aber mit dem Hintergrund, dass wir ja auch gar nicht... Also ich habe ja versucht rauszufinden, was mit ihm so ist und so. Und er hatte ja eine Liebesbeziehung zu jemandem. Ich bin mal gespannt. Ich würde es mir jetzt mal offen lassen, weil noch ist er nicht eingezogen, noch sind wir nicht krass in Love mit ihm. Ich lasse es mir mal offen. Vielleicht erstellt ihr mir ja jemanden, der viel besser passt. Und dann können wir immer noch drüber sprechen, wie wir es machen wollen. Geschenk von Wild Rabbit annehmen. Wait, tu das! Weil wir müssen noch Geschenke annehmen, laut unseres Bestrebens. 3 Geschenke von Hasen oder Vögeln erhalten. Schnell, tu es. Elli hat soeben das Einhorn-Lama-Kreuzstichmuster freigeschaltet. Dieses Muster wird immer einen Platz in ihrem Herzen haben. Das war das Geschenk? Wie cool ist das denn? Hast du jetzt dahin gestrollt, wo ich stehe? Das ist aber nicht so schön. Edgar, guck mal, ich habe was Feines für dich. Guck mal hier, das ist für dich, Edgar. Lass es dir schmecken. Ja! Edgar gefällt's. Aber Edgar, ich muss dich ein bisschen schieren, okay? Gibst du mir deine Wolle, bitte? So, danach machen wir mal den Viehstall sauber und füllen das Futter auf. Das gleiche machen wir hier drüben auch. Willow ist halt aktuell sehr gerne drin, weil es jetzt einfach auch ein bisschen kalt wird. Und Elli hat jetzt die rote Lama-Wolle freigeschaltet. Perfekt. Super. Wie viel haben wir jetzt? 1. Naja, gut. Ist besser als keine. Loki hat auf jeden Fall ein bisschen Spaß hier. Und wir müssen noch hier gegen Insekten einsprühen. Worüber wir auch sprechen sollten, ist über einen Landarbeiter. Ich habe eine Mod drin. Da kann man über den Sim einen Landarbeiter einstellen. Das werde ich auch bald machen. Jetzt am Anfang finde ich es noch okay, dass es ein bisschen schwierig ist für sie, sich um alles zu kümmern. Aber wir werden jetzt auch dann irgendwann einen Landarbeiter einstellen. Allerspätestens, wenn sich Elli, ja, Kinder wünscht. Dann werden wir einen Landarbeiter einstellen. Einfach damit sie natürlich auch mehr Zeit für die Erziehung und alles hat. Bis dahin versuchen wir das alles noch selbst.
Aber so ein Landarbeiter kann dann zum Beispiel... Was, warum bellst du denn die ganze Zeit, Loki? Nee, du kriegst jetzt kein Leckerchen dafür, dass du gebellt hast. Loki, ich würde da rausgehen aus dem Mist hier. Das ist doch giftig. Es ist schon 20 Uhr. Der ganze Tag ist rum, nur mit Hofarbeit. So crazy, ey. Überall sind Blätter. Gehört halt auch dazu. Man muss halt die Blätter auch rächen, ne? Bei so einem großen Grundstück. Loki, mach was! Oh, Loki hat nichts gemacht. Haben wir noch Reste im Kühlschrank? Wie? Wir haben keine Reste im Kühlschrank. No! Oh, Manu. Und wieso kann ich jetzt die Eier nicht... Sind die schon wieder vergammelt? So, die Eier habe ich jetzt weg. Oh nein, ist die Milch auch schon gammelig? Verdorben. Verdammt. Naja, wenigstens kriegen wir da noch ein paar Kröten für. So, Girl, geh doch jetzt bitte mal auf Toilette. Was machst denn du da draußen schon wieder? Sehr schön. Dann hol dir mal einen Snack. Es ist 1 Uhr morgens. Hä? Wie ist es denn jetzt 1 Uhr morgens geworden? Ist meine Weintraube. Leute, wie schnell ist es denn jetzt bitte 1 Uhr morgens? Sie muss schlafen. Was ist denn da jetzt passiert? Geht sie denn jetzt hin, um die Möhre zu essen? Um dieses Ding da zu essen? Hör doch jetzt mal auf zu rächen. Ist doch in Ordnung. Was war das denn jetzt? Ich habe gar nicht mitbekommen, wie es so schnell... nächster Tag werden konnte. Naja, schlaf erstmal. Heide nein, morgen geht's weiter. Morgen ist vor allen Dingen der Markt. Lebensstil in Gefahr, Zusammenhalt, oh. Oh, Willow ist rausgekommen. Bedürfnis zu stehlen, ja. Eher mal Bedürfnis, den Stall sauber zu machen, Girl. Findest du nett? Heieiei, was für ein Stress. Das ist das Ei, was er geklaut hat, die Sau. Ja, wir müssen dann halt zum Markt. Oh, ich glaube, ich platziere jetzt doch wieder die Sprinkler. Damit es wenigstens immer gegossen ist, das Zeug. Also, wo ist denn das Ding? Wie, das muss sich draußen befinden? Nö. Okay, ich kann es nicht platzieren, weil es sich draußen befinden muss. Schade. Elli, wo bleibst du denn? Sag mal, was ist denn jetzt mit deinem Rechen hier? Hör doch mal auf jetzt. Was ist hier los? Wer will abhauen? Steht da nicht. Oh Mann. Willow! Girl, wir lieben dich. Du darfst nicht abhauen. Eieiei. Wir kümmern uns um Willow. Und Coco kriegt direkt wieder ein Freundschaftsleckerchen. Okay, wir haben ein Spezialei gesammelt. Perfekt. Bitte lass die Qualität gut sein. Ausgezeichnet! Ja! Das werden wir einreichen beim Markt. Dann kümmern wir uns ein bisschen um Willow, damit Willow wieder glücklich ist. Willow, alles ist in Ordnung, Schatz, ne? Ja, fein. Du musst gar nicht wegrennen. Wir lieben dich doch, weißt du? Ich weiß, manchmal nicht so einfach als Kuh, aber, ne? Oh, Willow hat gar keinen Hunger. Aber Willow hat bestimmt ein bisschen Milch, das sie uns geben kann. Komm, Willow, gib mal ein bisschen Milch. Was machst du jetzt hier? Geben dem jetzt mal ein Ei. Wo ist denn der jetzt hin? Jetzt lass doch mal das Zeug in Ruhe. Jetzt bleib doch mal stehen, Mann! Kuckuck, bist du da? Da ist Kuckuck. Kuckuck bekommt ein Freundschaftsleckerchen. Boah, Elli, jetzt hör doch mal auf mit dem Rechen. Du brauchst nicht die ganze Zeit Rechen. Das ist Herbst, da kommen noch mehr Blätter. Glaub mir das. Dann jete nochmal schnell den Bereich. Und da müssen wir eigentlich auch schon los, ne, zum Viehmarkt. Geh duschen. Und der Napf ist auf. Du musst den Napf bitte auch füllen. Wann fängt denn der Markt an? Sag mal. 15.30 Uhr. Okay, bimmelt gleich. Wir essen dann dort was. Das ist kein Problem. Ich würde mir nur wünschen, dass sie sich hier vielleicht nochmal ganz schnell ums Jeten kümmert. Adele ist zu einer Henne herangewachsen. Henne, du feine Mausi. Adele, du feine Mausi, meine ich. Cool. Schön aufsaugen, den Dreck. Komm, Elli, du machst es super. Jetzt beginnt der Markt. Jetzt fahren wir auch hin. Wir nehmen Kuckuck mit. Kuckuck, wo bist du? Kuckuck? Dort? Kuckuck, wo bist du? Kuckuck, soll ich dich jetzt im ganzen Haus suchen oder was? Raus mit dir, Kuckuck. Ja, müssen wir dann noch gießen, wenn wir heute Abend wieder heimkommen. Kuckuck, bist du's? Komm mal mit. In den Inventar platzieren. So, dann schnell zum Markt. Wir kommen. Alleine. Nee, wait. Ich wollte gerade sagen, das sieht ja aus wie Jacob, ey. Wir nehmen, wie Hannes. Wir nehmen Rhonda und Josie mit. Und Loki. Alle sind da. Hallo, Girls. Schön, dass ihr hier seid. Ich melde mich direkt beim Markt an, ja? So, Beitrag einreichen. Komm mal her. Wir reichen unser perfektes, ausgezeichnetes grünes Ei ein. Und wir werden natürlich unser Chicken einreichen. Danach gehen wir natürlich Pipi machen. Ja, Kuckuck ist exzellent. Der Oberbürgermeister. Hallo, guten Tag, Sir. Wir stellen uns mal kurz vor. Attraktivitätsalarm. Wait, Ellie hat einen Attraktivitätsalarm auf den Seniorenbürgermeister. Ellie, verstehst du? So, zeig mal. Was sind denn so deine Vorlieben? Bevorzugte Geschlechter, bevorzugte Altersgruppen. Ja gut, da hat sie nichts eigentlich. Ja gut, also Ellie ist auf jeden Fall... Ellie, du kannst kurz in die Wirtschaft gehen auf Toilette. Guck mal hier. Und da kannst du dir auch schnell einen Snack holen, während da entschieden wird, wer... Ein paar Fritten. Hallo! Sie einfach einen Attraktivitätsalarm für den Bürgermeister. Ich glaub's jetzt nicht.
Ihr versteht euch gut hier, ja? Übrigens, da nochmal so viele von euch in die Kommentare... Raoul, was hast denn du hier? In die Kommentare geschrieben haben, dass ja Rhonda schwanger ist. Rhonda ist nicht schwanger. Das ist eine schelmische Aktion, die wir bei jedem Sim ausführen können. Das ist ziemlich blöd, aber ich zeige euch das mal. Ich weiß auch gar nicht, bei welcher Kategorie... Fragen nach? Wo ist denn das? Nach Entbindungstermin fragen. Das ist eine schelmische Aktion. Das können wir auch bei Josie machen. Das ist halt, weil Ellie schon irgendwie Level 2 der Schelmfähigkeit hat. Ich kann euch zeigen, dass das auch bei Josie geht. Fragen nach. Nach Entbindungstermin fragen. Und die Sim, das ist wie wenn man gefragt wird, bist du schwanger? Das will man ja nicht gefragt werden. Das ist nicht cool. Und das ist halt was, das kann man... Ja, das ist eben diese schelmische Aktion. Also nicht wundern, ihr Lieben. Oh, die hat so coole Haare. Hi, Sarah. Kannst du uns ein paar Fritten geben oder irgendwas, was du gerade da hast? Oh, das sieht auch lecker aus. Dankeschön. Ich warte nämlich gerade darauf, dass ich beim Wettbewerb die Rückmeldung bekommen habe, wie es lief. Willow ist immer noch unzufrieden. Müssen wir da nochmal gucken. Loki, was machst du denn da? Nee. Ja, ich kümmere mich schon drum, Herr Bürgermeister. Kein Problem. Loki, was machst du denn da? Mensch, nicht in Ordnung. Wer ist denn dieser Sebastian Lambatz? Bei dem können wir uns ja auch mal vorstellen. Oh nein, jetzt hat Kim Feierabend gemacht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Unser Chicken schläft. Qualität normal. Qualität normal. Und wir haben ein grünes, ausgezeichnetes Ei. Also, wenn das nicht gut läuft, weiß ich auch nicht. Hallo. Wo kommen Sie denn her? Wo wohnen Sie denn? Wir lernen ihn mal ein bisschen kennen. Und Rhonda, ist alles okay bei dir? Wir sehen uns ja schon am Morgen wieder. Ich freue mich voll auf unser Frühstück morgen. Ich freue mich auch schon, Ellie, aber ich muss langsam los. Es ist schon so spät. Ah ja, okay, klar. Wann endet denn der Markt wieder? Der geht immer so lang, ne? 21.30 Uhr. Naja, und da müssen wir noch alles gießen daheim. Können wir uns noch einen Snack holen? Und Raoul steht auch da. Mit ihm haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. So, hol dir noch kurz bei Sarah was zu essen und dann fahren wir gleich nach Hause. Hi, Sarah, ich nochmal. Kannst du mir bitte noch einen Snack machen? Ich habe heute sonst nichts mehr zu Abendessen. Wer bist du? Dirk Bauer. Good day. So, vielleicht können wir sie jetzt nochmal fragen, ob wir irgendwas Gutes tun können. Ach, wobei, wir fragen mal den Bürgermeister. Wo ist der denn? Hier. Wir fragen ihn mal, ob wir ihm irgendwas Hilfe bei Botengängen anbieten. Mach das mal schnell, Ellie. Da ist ein Alien. Belohnung, Tuning-Teil. Ach, nee, ey. Da steht schon wieder nichts dabei. Dann nehmen wir, also wir wollen ihm ja trotzdem helfen, aber du wirst unser schönes Dorf bald genauso lieben wie ich. Warum gehst du nicht hinüber nach Old New Hanford und versuchst, einen Fisch in der See, im See zu fangen? Oder wie wäre es mit einem Besuch auf den Verkaufsständen von Finchwick? Vielleicht bist du auch so lieb, beides zu übernehmen. Aber wenn ich dich um, einen persönlichen Gefallen bitten könnte, würdest du bitte mit dem Lebensmittellieferanten sprechen. Wir stehen uns nah, aber mir ist es immer schwer gefallen, über unsere unterschiedlichen Träume zu reden. Okay, das kann ich natürlich machen. Aber ich würde gern trotzdem noch einen anderen Botengang annehmen. Machen wir morgen. Dann fragen wir morgen nochmal die Obstverkäuferin, ob wir ihr helfen können. Wieso ist der Markt eigentlich nicht schon längst vorbei? 21.30 Uhr steht hier. Wieso sind wir immer noch da? Es ist schon 22.30 Uhr. Zeitumstellung oder was? Der Markt endet gar nicht. Ach, jetzt auf einmal oder was? Eine Stunde später endet der Markt. Und jetzt? Ist unser Chicken wieder im Inventar? Kriegen wir auch eine Info, ob irgendjemand gewonnen hat oder so? Wir haben Geld bekommen. Das von dir eingereichte Huhn hatte Pech und hat nicht gewonnen. Oh Mann, bitte nimm den Trostbeiß, bla bla bla. Haushaltsinventar, um deinen Beitrag zu finden. Was haben wir hier? Ein Freundschaftsleckerchen, ein Band für die Teilnahme im Hühnermarkt. Glückwunsch, dein Ei hat den ersten Platz bei dem Markt von Finchwick gewonnen. Ja! Bitte sieh im Inventar deines Sims nach und im Haushaltsinventar, um das Ei zu finden. Das klingt doch nach einem guten Plan. Schokoleckerchen und ein Band für den ersten Platz. Ja, perfekt! Ab nach Hause, Ellie. Gut gemacht, Girl. Aber wir müssen unbedingt noch schnell gießen. Ich weiß, es ist super spät, aber wir müssen schnell gießen. Adelheid ist auch zu einer Henne herangewachsen. Eieiei, das geht hier wie geschmiert, ne? Mäuschen, alles ist in Ordnung. Loki ist einfach verliebt, glaube ich. Wir werden jetzt vielleicht anfangen, die ganzen Urkunden und sowas und diese ganzen Abzeichen dann hier zu platzieren an der Wand. Weil aktuell ist ja alles noch oben. Und dann lass uns doch noch das Stickmuster fertig machen. Dann können wir das nämlich auch abgeben. Das musst du leider jetzt noch machen, Girl. Und dann kannst du schlafen. Genau, du bist ja eh nicht so krass müde. Einfach so einen richtig schlechten Schlafrhythmus aktuell. Gut, es geht auf die drei... Ja. Kreuzstichfähigkeit erlangt. Mit ihrem 14 Kreuzstich-Aida-Stoff, Aida-Stoff, ist Ellie nun bereit, die Welt des Kreuzstichs einzutauchen. Sie kann jetzt Regenbogen formen, bla 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 bla. Ja, super nice.
Aber ja, sie muss jetzt erstmal schlafen. Es wird jetzt dann doch ein bisschen zu spät. Sie wird dann morgen aber einfach weiter sticken. Oder ist sie damit jetzt fertig? Ja, nee, muss sie noch fertig machen. Guten Morgen, Ellie. Ellie, heute ist richtiges Sauwetter draußen. Jetzt fühlt sie sich unwohl. Ungleiche Freundschaftsbilanz. Ja, wir werden deine Freundinnen jetzt eh anrufen. Es ist heute eine Versammlung, die du machst. Heute ist Sonntag. Also alles in Ordnung. Hier unten musst du dann auch nochmal saugen, bevor du Besuch bekommst. Mein Gott, ist das immer laut, wenn es blitzt und donnert. Ich erschrecke jedes Mal so sehr. So, dann packen wir noch die Wäsche in die Waschmaschine. Luki, ist es alles in Ordnung, Schatz? Jetzt geht's wieder. Wäsche anstellen. Sehr gut. Oh, du musst nochmal saugen. Es ist immer noch dreckig. Und dann machen wir natürlich eine Versammlung heute. Du kannst dich auch dann mal anziehen, wenn die Mädels kommen. Ach komm, heute ist Sonntag. Heute kannst du dein Kleidchen anziehen. Wo sind denn alle? Sind alle schon da? Ah, die sind schon im Garten am Arbeiten. Ich mache in der Zeit Frühstück. Sie da stehen und sich unterhalten mit den Pflanzen. Das ist eh ganz cool, dass sie dann mithelfen. Das finde ich richtig cool. So, Ellie macht Frühstück. Ah, ich glaube, wir müssen dann doch die Küche hier wieder wegräumen. Das ist nicht so cool, dass sie dann hier normales Frühstück und so zubereiten. Dass wir die Küche dann vielleicht doch wegmachen, die Außenküche. Mädels, es gibt Frühstück. Dankeschön für die Einladung. Schön, wieder hier zu sein heute. Ja, ich habe mich auch gefreut, dass ihr gestern beim Fest mit dabei wart, beim Markt. Das hat leider nicht so gut geklappt. Also wir haben zwar den ersten Platz mit den Eiern gewonnen, aber leider nicht mit dem Huhn. Aber das ist ja, ich bin da ja eh noch nicht so wirklich warm mit meinen Hühnern, das wisst ihr ja. Aber das wird auch noch. Oh, jetzt hat es wieder so doll angefangen zu regnen, ne? Nee, wer hat denn da schon wieder die Mülltonne umgeschmissen? Boah, ich raste aus, ne? Was ist denn da vom Himmel gefallen? Stecken wir mal ein. Uff, bin ich jetzt erschrocken. Sag mal, Ellie, was war denn das jetzt für eine Nummer? Sag mal, warum hebt sie denn die Mülltonne nicht auf? Die ist verbuggt. Leute, die ist richtig verbuggt, die Ellie. Ich setz sie mal zurück jetzt. Das geht nicht, die kann diese komischen Dinger nicht aufheben. Sie läuft da immer hin und läuft dann wieder weg. Sag mal, Ellie, kannst du jetzt bitte den Viehstall säubern? Hi, Girls. Nee, jetzt erntet Rhonda einfach. Rhonda. No. Ey, sag mal, Rhonda, don't do this. Ja, das ist halt wirklich ein Problem dann, wenn sie dann ernten. Ich meine, es ist ja schon praktisch, dass sie uns helfen, aber weiß nicht, wie ich das finde, wenn die dann immer ernten. Ellie hat ein orangenes Ei gefunden. Nice. Was können wir damit machen? Bitte reine Hände mit dem Leckerchen, Kürbisleckerchen, damit sie beim nächsten Mal ein orangenes Ei. Orangene Eier werden erledigt, um bestimmte Aufträge für den Lebensmittellieferanten zu machen. Okay, dann hebe ich das mal auf, das Ei. Ich weiß nicht, wie lange das hält im Kühlschrank. Gucken mal. Oh, wir haben schon 17 Tage, das ist ja super. Und wir haben ein Brutei, Qualität schlecht. Ja, also wir haben heute Sonntag, wir fahren morgen auf jeden Fall beim Markt vorbei. In der Zeit jetzt machen wir mal noch ein bisschen sauber. Oh, hier sieht's aus. Ekelhaft. Guck mal, wie es hier aussieht. Aber sie kann das irgendwie nicht wegwerfen. Das ist buggy. Ellie benötigt eine höhere Beziehung mit diesem Tier, um von ihnen ein Geschenk zu erhalten. Mhm. Dann reden wir mal mit denen. Vogelschwarm bewundern. Geschenke. Eingemachte Nahrungsmittel mögen sie nicht. Vielleicht mögen sie ja Blumen. Eine Glockenblume. Ach, jetzt geht's. Ein Glück. Jetzt konnte sie den Schmuh aufheben da. Gott sei Dank. Genau, dann kümmere dich hier mal noch ein bisschen um die Tiere. Oh, dieser Hase ist so süß, ne? Edgar, du bist zufrieden. Zähl doch keinen Schmarrn, ey. Geschenk geben, Blume geben, Glockenblume. Vor allen Dingen, wieso sagt Edgar das Loki? Oh, mögt ihr das? Oh, wir haben ein Geschenk von ihm bekommen. Oh, ein Tierparty-Leckerchen. Dankeschön, das ist aber lieb. Mensch, hier ist es schon wieder dreckig. Gut, wir können die Versammlung noch nicht beenden. Wir können noch ein bisschen zusammensitzen. Das wäre doch schön. Und dann können wir die Kreuzstich-Arbeit zusammen anfertigen. Ellie, magst du ein bisschen saugen? Das tut dir doch gut. Perfekt. Und dann kannst du die Arbeit mal fertig machen hier. Und wir brauchen, glaube ich, noch eine Couch. Ellie ist zu angespannt. Oh. Ja, dann quatsch ein bisschen mit deinen Freunden. Ein Geheimnis ausplaudern. Oh mein Gott, ist das laut. Oder eine fesselnde Geschichte erzählen. Loki sieht auch schon wieder aus wie eine Wutz. Die ist verängstigt wegen dem Wetter, ne? Ich würde sagen, geh mal in die Wanne, Girl. Geh mal rein jetzt. Draußen ist so ein Sauwetter. Ja, geh mal in die Wanne und dann werde ich halt das Treffen jetzt beenden. Dann reicht es wahrscheinlich jetzt auch einfach. Was machst denn du jetzt hier? Gehst du jetzt... Also, Entschuldigung. Josie? Wieso hat sich Ellie jetzt gar nicht geniert vor Josie? War ihr egal, ne? Wait, ja, wir könnten echt mal mit den Belohnungen arbeiten. Leute, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Weil Ellie hat ja 7500 Punkte bei Belohnungen. Wir könnten ja sagen, dass... Was gibt's denn?
Frühaufsteherin oder Stahlblase vielleicht. Das fände ich praktisch, wenn sie einfach eine gute Blase hat. Das würde ich ihr schon mal geben. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich würde das jetzt einfach mal machen. Und vielleicht sorglos. Sorglose Sims sind nie angespannt oder kaum hungrig. Mega grüner Daumen. Ich gebe ihr noch mega grünen Daumen, okay? Die Pflanzen im Garten von Sims mit einem mega grünen Daumen strotzen nur so von Gesundheit. Da müssen wir vielleicht nicht ständig irgendwie was mit den Pflanzen machen, ha? Huh? Oder selten müde? Ja, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Vielleicht eher sowas wie kaum hungrig? Aber ich meine, wir machen mega grünen Daumen. Vielleicht müssen wir dann weniger Unkraut jäten. Das wäre doch ganz interessant. Die sollten wir echt im Blick behalten, weil das ist ja gar nicht Cheaten in dem Sinne. Natürlich macht es uns das Leben viel einfacher, wenn wir solche Sachen benutzen, aber ich finde es schon praktisch. So, Ellie, dann genau, schmeiß mal den ganzen Müll weg, bitte. Dann iss mal einen Snack. Ach komm, iss einfach eine Möhre oder so und iss morgen früh was Gescheites. Eine Erdbeere. Das verkaufen wir, hm? Nee, sie soll es zum Georand schicken, Geo-Dingsbums schicken. Ist ja schon interessant, was wir da jetzt bei dem Gewitter gefunden haben. So, ab ins Bett, Girl. Schnell. Oh mein Gott, ist das schon wieder ein Stress gewesen, Leute. Oh, jetzt hängen wir noch diese Dinger runter. Wie der Geburtstag von Ellie naht. Wird sie schon erwachsen? Wird sie etwas schon erwachsen? Sie wird tatsächlich schon erwachsen. Eieieiei. Genau, Ellie, jetzt mach dir mal ein gescheites Frühstück, bitte. Frühstücks allerlei, komm. Und dann werden wir jetzt noch ernten und nochmal zum Markt fahren. Wie sieht's denn hier schon wieder aus? Mach dir erst noch was zum Frühstücken. Oh, wait! Kann sie dann die Dings fertig machen? Und dann gehen wir zum Markt, wenn sie gegessen hat. Dann können wir nämlich auch unser Dings noch abgeben. Girl, wäre auch für mich okay gewesen, dass du erstmal essen würdest. Also, hättest auch erstmal essen können, ne? Ist dir egal, gell? Oh, wir haben eine Rechnung bekommen. Also, ich meine, ist jetzt nicht so hoch. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Oh, Ellie scheint jeden einzelnen Stich zu genießen. Soll sie die Präferenz Mark Kreuzstich erhalten? Ja, gerne. Wenn dir das Spaß macht, meine Liebe, dann gerne. So, und jetzt mach bitte dein Essen noch fertig. Do it. Oh. Gut, und iss was. Sehr schön. Was mag denn der Hase noch so gern an Geschenken? Vielleicht eine Möhre? Komm, Ellie, frag mal den Hasen, ob er eine Möhre möchte. Schnell. Aber stolper bitte jetzt nicht in die Pfütze. Wenn sie jetzt in dieser Pfütze ausrutscht. Ja, er mag es ganz gerne. Vielleicht auch. Was magst du denn noch so, kleiner Hase? Nichts? Ah, nee, warte mal, jetzt wissen wir, was er nicht mag, ne? Keine Bücher. Süß. Wir stehen uns richtig gut mit dem Hasen. Können wir ihm... Oh, ja, Geschenk annehmen! Leute, wir schaffen das jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Ellie hat's geschafft. Krass. Sie hat es geschafft. Ellie hat die Landschaftspflegerin abgeschlossen. Sie ist jetzt Melkmeisterin. Wie crazy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht, also das haben wir jetzt abgeschlossen. Es gehört ja zum Landhausleben-Pack dazu. Finde ich absolut großartig. Sie hat jetzt ein Bonusmerkmal dafür bekommen. Das heißt Naturversteherin. Naturversteherinnen haben eine bessere Beziehung zu Tieren, sodass ihre Tiere ein längeres und glücklicheres Leben führen. Hasen und Vögel bringen ihnen mehr Geschenke. Sie können auf einzigartige Weise mit Pflanzen interagieren und ihnen... Ihre Ernte fällt höher aus. Außerdem erhalten sie kostenlose Lebensmittellieferungen und, wenn sie in Hanford und Bagley wohnen, einen Rabatt auf ihre Rechnungen. Wie cool! Vielleicht können wir jetzt ein neues Merkmal nehmen. Vielleicht freiberufliche Botanikerin, dreimal etwas Pflanzen, Gartenfähigkeit. Fände ich auch noch spannend. Wenn wir jetzt einfach, weil ich wüsste jetzt gar nicht, jetzt vielleicht erstmal das Bestreben freiberufliche Botanikerin und vielleicht dann im nächsten Step etwas mit Familie, Familiengründung. Oder was meint ihr? Fände ich schon schön. Ja, das können wir doch mal machen. Och, wie cool einfach, Mensch. Hat sie geschafft, ne? Hat sie es einfach geschafft? Och, Ellie. Ist jetzt nicht ernsthaft ausgerutscht, ne? Wie schön. Dann gehen wir jetzt noch kurz zum Markt und verkaufen alle unsere Sachen. Oh mein Gott! Was ist denn hier los? Wow! Ui, guckt mal! Aubergine, Kürbis, Watermelone und Kopfsalat. Raoul ruft an. Ellie, danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mit Sophie Wagner abzuhängen. Ich habe gesagt, er soll machen, wie er denkt. Wir hatten eine fantastische Zeit. Mhm. Wie sollen wir das jetzt finden? Wäre ja auch schön, wenn du mal mit uns abhängen wollen würdest. Och, Dörte! Jetzt sei doch nicht so eine Zicke, ey! Brutei schlecht, bam. Och, braune Henne, sei doch nicht so. Oh, guckt euch das an. Das verkaufen wir jetzt alles. Aber einmachen ist halt auch nicht schlecht, ne? Durch eingemachte Sachen verkaufen wir, kriegen wir eh wieder mehr Geld. Hey, Ellie, ich bin's, Raoul. Wie wär's mit einer Verabredung? Und fragt uns, ob wir in einen Second-Hand-Shop wollen. Ja,
Wir kommen mal mit, Raoul, aber in Second-Hand-Shop ein Date? Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gut finde, oder? Hi, Raoul, alles okay bei dir? Ich meine, wir könnten das hier kaufen, das finde ich ganz süß. Ein Fahrrad vielleicht? Oh, hier ist alles kaputt gegangen wegen dem Regen. Mal gucken, ob es hier drin irgendwas gibt. Oh, warte mal, können wir hier was klauen? Ellie versucht mal, was mitgehen zu lassen. Aber sie kann jetzt nicht dieses komische Rohr klauen. Das ist halt jetzt ihre Möglichkeit, ne? Okay. Das ist natürlich jetzt schwierig. Sie kauft sich noch das Fahrrad, komm. Nimm noch das Fahrrad mit. Raoul ist jetzt eh schon wieder über alle Berge. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Ach, da oben ist er. Und dann müssen wir leider zum Markt fahren jetzt. Ja, wir werden jetzt nochmal kurz zum Markt fahren. Reisen nicht möglich. Ja, Raoul, ich muss jetzt leider nochmal zum Markt. Es war schön, dass du mich angerufen hast. Aber ich sehe schon, du willst ja auch noch ein bisschen was kaufen. Ich würde jetzt erstmal zum Markt fahren und ja, mich da nochmal bei dir melden. Oh, was? Raoul hat geschrieben, tja, ich denke, das war's dann, oder? Ruf mich nicht mehr an. Raoul, wir wollten doch nur in die Stadt fahren, unsere Sachen verkaufen. Du hast uns mitten am Tag angerufen und wir mussten unsere Ware noch verkaufen. Sie machen doch um 19 Uhr zu. Also ich hatte ja gar keine Wahl. Ich muss doch zum Markt fahren. Ich muss doch arbeiten tagsüber. Und er schreibt einfach, das war's dann wohl, ruf uns nicht mehr an. Er hat Schluss gemacht, ohne dass wir überhaupt richtig ein Paar waren. Ich war doch dabei, mit ihm anzubändeln. Aber jetzt hat er einfach Schluss gemacht. Auch noch so gemein. Also, ich freue mich, wenn ihr mir dann Sims erstellt, die ich platzieren kann, ne? Ich freue mich drüber. Glaub's jetzt nicht, ey. Naja, dann gehen wir erstmal zu Sarah und geben ihr das Päckchen ab. Das war doch Sarah, oder? Botengang. War das bei Sarah? War das beim Lebensmittellieferanten? Maurice? Oh, der Bürgermeister ist unser Geschenkfreund. Den Ellie so hot findet. Wo ist er denn? Geschenk überreichen. Wir geben ihm was von unserem Honig. Das finde ich schön. So, haben wir jetzt hier irgendwas mit Tuningteile? Ein Tuningteil für einen Viehstall, ja. Okay, das machen wir. Dann geh mal hierher. Da duscht eine Frau nackig. Eva, sonst ist alles okay, oder? Oh, sie fährt mit ihrem Fahrrad. Wie schön. Wie cool. Und da musst du aber ganz schnell zurück zum Markt und deine Sachen verkaufen, Girl, ne? Sonst ist wieder zu knapp. Hat sich Maurice über das Geschenk gefreut? Steht da jetzt gar nicht, ne? Schnell, Ellie! Jetzt ist sie nicht mit dem Fahrrad gefahren. Mensch! Naja, wir verkaufen jetzt die Marmeladen, die wir haben. Die Eier. Ein paar Erdbeeren. Ein paar... Nee, die Leckerlis behalten wir mal alle. Milch, eine. Die Glockenblumen verkaufen wir. Aber auch nicht alle. Einige Möhrchen. Und einige Paprika. Bisschen Petersilie. Einige Pilze. Und von den Riesenfrüchten behalten wir mal. Wir verkaufen hiervon ein bisschen was. Weintrauben ein bisschen... 1000 Simoleons. Naja gut, die Rechnung können wir aber auf jeden Fall bezahlen. Oh, hallo. Wo ist denn der Lebensmittellieferant? Ah, warte, notfalls rufen wir ihn einfach an. Das ist doch jetzt ein neuer. Das ist nicht der... Ja, da ist er. Und ich glaube, bei ihm hatten wir den Auftrag. Ah, nee, den müssen wir nach seinen Träumen... Sag mal, wie war das denn? Bei wem hatten wir denn diesen Auftrag? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht Grünzeugstandbesitzerin? Die Frau duscht immer noch. Du möchtest etwas über meine Träume erfahren? Ach, jetzt! Ja! Genau, und das war das, warum ihr mir geschrieben habt, hey, ich glaube, Raoul passt gar nicht so gut zu Ellie, weil Raoul ja vorher der Lebensmittellieferant war. Oh mein Gott, ihr habt es mir bestimmt jetzt schon in die Kommentare geschrieben. I'm so sorry, ne? Du möchtest etwas über meine Träume erfahren. Ich habe immer vom Reisen und Abenteuer geträumt und möchte gerne woanders sein, als in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und deswegen habt ihr gesagt, ich glaube, dass Raoul vielleicht gar nicht so gut zu Ellie passt, weil er gerne reisen möchte. Und das war nämlich sein Gedanke, weil er ja der Lebensmittellieferant die ganze Zeit über war. Und ich wusste nicht mehr, woher ihr diese Information hattet. Kreuzstich-Arbeit zum Bürgermeister bringen. Wait, wo ist der Bürgermeister jetzt hin? Der Schnucki, wo ist er? Das machen wir jetzt noch. Bleiben Sie bitte mal stehen, Sir Bürgermeister. Ja, und dann müssten wir es, glaube ich, haben. Ellie, run. Komm jetzt. Schneller. Bitte schön, Herr Bürgermeister. Ich habe Ihr Päckchen fertig gemacht. Haben wir jetzt alles? Mit dem Lebensmittellieferanten über die... Oh, Mann! Das ist ein Rumgerenne hier. Wo ist der denn jetzt schon wieder, der Boy? Lebensmittellieferant. Kamera fokussieren. Boah, die sind aber auch immer so weit weg voneinander. Gedanken der Bürgermeisterin mitteilen. Girl, hast du dein Fahrrad da einfach abgestellt? Der Lebensmittellieferant hat dich gebeten, mir das zu bringen. Wie aufmerksam von ihm. Ich habe ihm
ihn von klein auf unter meine Fittiche genommen, aber in letzter Zeit stand irgendwas zwischen uns. Du hast uns geholfen, alles wieder ins Lot zu bringen. Würdest du ihm sagen, dass ich niemals im Weg stehen würde, was seine Träume angeht und dass ich hinter ihm den Hintern versohle, wenn er weiter Angst hat, das mit mir anzusprechen? Okay. Zu wissen, dass die Bürgermeisterin mich dabei unterstützt, zu erforschen, was jenseits von Hanford und Begley liegt, lässt meine Tagträume doch nicht so unrealistisch erscheinen. Ich werde dein Foto behalten und vielleicht werde ich diesen Ort eines Tages mit meinen eigenen Augen sehen. Aber nun werde ich einen weiteren Schokoladenkuchen schmecken lassen. Und das ist jetzt halt schwierig, ne? Dadurch, dass ich die umplatziert habe, ist jetzt natürlich der Bürgermeister jemand anders und der Lebensmittellieferant. Jetzt passt die Story halt nicht mehr zusammen, ne? Weil der ist ja auch ein Senior, während unser Bürgermeister auch schon ein Senior ist. Aber eigentlich ist ja Raoul und ich glaube Agatha oder Lavina. Lavina war, glaube ich, die Bürgermeisterin. Also die Story hatte vorher besser gepasst, aber dadurch, dass ich einen Switch gemacht habe, haben die sich ja verwandelt. Das war dann ein bisschen schwierig, aber ja. Egal, der Part ging schon wieder sehr lange. Wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Wir haben noch zwei Aufgaben, dann kriegen wir noch mehr Tuning-Teile, dann können wir endlich den Fuchsalarm anschließen. Und wir haben unser Bestreben abgeschlossen, was absolut großartig ist. Und jetzt bitte ich euch noch, erstellt mir gerne einen Mann für Ellie. Ich würde mich riesig drüber freuen. Natürlich bin ich auch offen, wenn Ellie jetzt eine Beziehung mit einer Frau hegen würde. Das wäre für mich auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass dadurch, dass sie jetzt auch so auf Raoul abgefahren ist, dass sie eher auf Männer steht. Also erstellt mir gerne einen Farmer. Den Hashtag habe ich euch vorhin genannt. Und ja, dann freue ich mich, schaue ich mal, wen jeder so erstellt und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssli!